Antwerpen ein richtungsweisendes Spiel, war zuletzt die Auskunft. Wie richtungsweisend ist es denn? Ich glaube, es ist ein Spiel, wo wir einen Gegner haben, der richtig stark ist. Also wir haben ihn natürlich in den letzten Tagen noch einmal eingehend analysiert und es wird eine Top-Herausforderung für uns. Es ist schon ein sehr, sehr kniffliger Gegner, wo man, glaube ich, gute Lösungen auch finden muss. Aber ich denke, es ist ein Gegner, der auch für uns natürlich schlagbar ist und das ist unser erklärtes Ziel. Ja, in die Richtung denken wir. Wenn Sie sagen knifflig, wo liegen denn die Stärken der Belgier? Ja, weil das, ich denke, wenn wir gegen sie spielen und sie haben selber den Ball, dann ist es ähnlich wie wir spielen, zumindest auf einer Seite, dass sie ähnliche Herangehensweise haben wie wir und da gibt es einige Problemstellungen, die man auch gut lösen muss und wird darauf ankommen, welche Mannschaft diese Problemstellungen besser lösen kann. Aber das Selbstvertrauen, nehme ich an, ist groß nach den Pflichtspielsiegen zuletzt. Ja, absolut. Also wir haben schon gezeigt, dass wir jetzt einen extrem positiven Trend haben, dass wir uns in vielen Bereichen extrem weiterentwickelt haben. Aber es ist natürlich ein neues Spiel, es beginnt alles wieder bei Null. Alles, was in der Vergangenheit war, muss man sich wieder neu arbeiten, muss den Gegner auch wieder neu bearbeiten und Probleme stellen und da hilft uns die Vergangenheit nicht viel. Noch einmal zur richtungsweisenden Sache, man sollte dort gewinnen, will man ein Wörtchen in der Gruppe mitreden, oder? Das stimmt nicht. Ich denke, ein Sieg ist natürlich das erklärte Ziel, aber ich glaube auch mit einem Unentschieden dort und mit einem Heimsieg gegen Antwerpen sind wir voll im Plan und ein Sieg in Raskrad. Also es ist kein Muss, dort zu gewinnen, aber natürlich wollen wir es. Aber ich denke, man muss schon auch im Auge haben, dass wenn die Gruppe normal läuft, dass auch ein Unentschieden dort reichen könnte, vorausgesetzt wir schlagen sie im Heimspiel. Wie sieht denn die personelle Situation aus? Ja, ich denke, wir haben natürlich einige Ausfälle. Wir haben 17 plus 3 Spieler, die wir jetzt mitnehmen nach Antwerpen und James Holland dürfte spielen können, aber wir müssen das heutige Abschlusstraining noch abwarten. Welche Ausfälle? Ja, ich denke die jetzt auch angegeben waren in der Vergangenheit, natürlich auch Krikic nach seiner gelb-roten Karte wird natürlich nicht einsatzfähig sein und auch die anderen, die wir jetzt auch in den letzten Spielen nicht verfügbar hatten. Mit wie viel Selbstvertrauen fliegt man denn nach Belgien zum Tabellenführer? Ich glaube, mit sehr viel Selbstvertrauen. Wir haben die letzten Spiele, glaube ich, gut gespielt, unser Spiel aufgezogen. Und glaube, wir haben gestern auch wieder Studien gehabt über Antwerpen. Und ich glaube, wir haben gesehen, dass wir da auch gute Chancen haben, dass wir da bestehen können. Ja. Was hat man für Stärken, was hat man für Schwächen bei den Belgiern gesehen bei diesem Videostudium? Ja, wir haben glaube ich, ähnliche Spielanlage wie wir, muss ich sagen. Sie spielen auch das gleiche System. Aber wir wollen uns ein bisschen spiegeln vielleicht. Ich glaube, es ist viel Mann auf Mann. Und ja, die Stärken und Schwächen haben wir intern besprochen. Behalten wir jetzt für uns. Ich hoffe, man sieht es dann am Donnerstag auch. Aber ich glaube, wir haben uns einen guten Plan zurechtgelegt und werden es auch so umsetzen. Wie richtungsweisend ist dieses Spiel? Ja, ich glaube schon sehr richtungsweisend. Ich glaube, die haben 6 Punkte, sind Erster. Ich glaube, verlieren ist verboten. Und dementsprechend gehen wir in der Bitte ein, dass wir da gleich voll auf Sieg spielen und da gleich was mitnehmen werden. Du hast gegen Alkmaar schon gespielt, du hast gegen Brügge gespielt. Was macht belgische und niederländische Mannschaften aus? Man hört immer die Physis, aber auch die Technik, hat uns jetzt gerade Lukas Schmitzke kurz gesagt, in den Niederlanden. Wie ist das bei diesen Mannschaften aus Belgien und den Niederlanden? Ja, ich glaube, die haben eine gute Ausbildung in der Jugend schon. Für 1 gegen 1, für schnelle Spieler. Und wie du sagst, am technisch sind die, glaube ich, sehr versiert alle. Ich glaube, es wird einfach auch eine Challenge, auch das zu stoppen, eine Stärken und ich glaube, da sind wir gut gerüstet. Jetzt ist ja Antwerpen die Schmuckstadt. Bringst du deiner Freundin Anna was mit? Bitte, nochmal. Antwerpen ist die Schmuckstadt. Okay. Ja, ich glaube, meine Freundin kriegt so auch ab und zu ein bisschen einen Schmuck oder Kleinigkeiten. Ich glaube, Antwerpen, ja, wäre jetzt nicht auf die Shoppingtour gehen. Danke. Ich glaube, gleich hat sich glaub ich, nichts geändert. Natürlich haben wir uns ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt über die letzten 2 Jahre. Aber ich glaube, natürlich fahren wir hin, dass wir da einfach was mitnehmen. Ob es ein Punkt oder 3 Punkte werden, ist jetzt auszustellen. Aber wir werden unser Spiel durchziehen und dann werden wir schauen, was rauskommt.